Abracadabra, das ist ja großartig! Na hallo, wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt ja wieder hier, ne? Da, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Deswegen gehen wir da auch mal weg. Gerade eben waren wir noch im Kolosseum. Aber jetzt sind wir woanders. Kann doch nicht sein. So, ja. Ich würde gerne hier... Es ist eigentlich völlig egal, ne? Wir gehen hier in den Turm von Rosenbühl. Der eine Typ wollte ja eigentlich noch mit uns reden, aber ich weiß nicht mehr, wo der war. Und wir haben ja auch kein Questlog. Das heißt, ich müsste demnächst irgendwie mal bei Game FAQs nachgucken. Ja, das ist auch eine Seite, die war geil damals. Game FAQs, Leute, das ist... Wenn ihr irgendwo mal ein Gameboy-Spiel habt und dann nicht weiterkommt, ne? Dann macht es. Der selbst so solche Blödsinn-Spiele wie zum Beispiel Bugs Bunny's Crazy Castle, ne? Da hat irgend so ein Ernie angefangen mit ASCII-Art alle Level nachzulasern. Damit du dann genau weißt, was da los ist. Naja, so war das. Neue Range. Auf geht's. Auf geht's. Da sind wir. Du hast einen neuen Kreis Nadirias erreicht. Ist da jetzt dieser Typ, den wir suchen wollten? Das ist mir eigentlich egal. Wenn der was von mir will, dann soll er mich anrufen. Ich habe ja mittlerweile ein Handy. So, raus. Raus hier. Hallo. Und ich habe heute zu viel gegessen. Das heißt, ich habe normal gegessen. Ich habe irgendwie das Gefühl... Naja. Wiege des Unheils. Das klingt geil. Ah, warte mal. Da wollte der Typ doch hin, oder? Wiege des Unheils. This place fills me full of dread. Yet life goes on regardless. Ever the strong tussle, the weak rot underfoot. Wouldn't you agree? Second in line to the Nadirian throne. Don't look so shocked. Everyone here knows exactly who you are. Das steht doch gar nicht. The whys and wherefores of how you came to be here are still but hearsay, mind you. But then, we all thought you were dead. Sorry, but who are you? Ja, gute Frage. This is a prison. The retention center, to be precise, where the memories of an ancient and incomprehensibly powerful creature are confined. Three memories are imprisoned here. From them, you may learn vital information. However, the memories are guarded. Defeat the watchdogs and all will be revealed. Watchdogs? But you're the warder. Why do this? I've had enough of this job. Who needs a warder if there's nothing left to guard? So, will you defeat my three watchdogs? There's no catch, I promise. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich gibt's einen Catch. I knew you'd agree. I'll find you again once all the memories have been freed. Where cloudy skies not by design a mundane world do make. Flowers rejoice at petals lost to beating rain. Sollte sich das reimen? Grind my gears. Ja, du hast gut reden, ey. I imagine those watchdogs he mentioned are up ahead. Shall we take a look? Ja, klar, machen wir. Machen wir. Und jetzt sind hier wieder die Fledermausfritzen. Die waren ja eigentlich ganz cool. Aber irgendwie waren die nur auf einem sehr merkwürdigen Rang. Es sei denn, das sind jetzt andere. Oh, die Phantomfechter haben wir noch nicht. Da können wir ja gleich mal reingucken. Die werden nicht sofort weggemeldet werden hier. Ja, ja, ja. Ich sag's euch. Das ist gefährlich hier. Crazy Ernie, Level 22, neue Begabungspunkte. Der wird jetzt noch verrückter. Machen wir die mal rein. Flinkheit plus 50 haben wir bald. Und dann Nachtspalter. Was ist das denn? Kenne ich eigentlich nur.
Ja, sämtlichen Gegner mittleren Hiebschadens im Lenz Dunkelheit zu, Axt der Angst. Lähmt den Feind. Zufällig ausgewählte. Ja, das ist... Ja. Wir machen hier schon sehr viel kaputt. Das ist quasi unser Credo. Sachen kaputt machen. Moin. So, haben wir jetzt wieder hier so ein Phantom-Mandelwein? Nee, aber diese komische Puppe da. Fiese Figurine, die nehmen wir mal mit. Da, 54%. Was mir aufgefallen ist, bei unserem kleinen Dönerwichter, den dritten, also bei Max, da ist es so, dass der ja mit Weisheitswert angreift, aber eigentlich, früher war das so, dass man den Angriffswert nimmt. Das heißt, wenn ich Weisheit hoch habe, dann zählt das auch, offensichtlich. Dann hat er einen ganz, ganz weisen Klopper drauf. Na, ist aber nicht viel mit Gegnern. Na, egal. Na, egal. Das sieht trotzdem alles pompös aus. Da ist der Dog. Look at that. Can you see that cage back there? Yeah. Does that look like the memory of an insane criminal monster mind to you? Look out, you two. Here it comes. Was hat denn hier so ein Foulon-Bestie hier? Der kann doch nichts. Da kannst du so viel bedeutungsschwangere Musik schreiben, wie du möchtest. Anwärmen darf ich den nicht, aber verkloppen darf ich den. Geht bestimmt ganz einfach. Ich mach mal Kampfautomatik und jetzt müsste er eigentlich schon tot sein. Nee, noch nicht, aber jetzt. Hey, warte. Jetzt ist Brecher. Aber was ist jetzt? Jetzt? Sandiger Seufzer nochmal. Böms. Ich sag's doch, das sind alles Loser hier. Wir sind nicht overpowered, ne? Aber ich gehe mal fast davon aus, dass wenn das so zwei Sterne sind, in der bösen, hier in der böse Grind, ihr habt ja so eine Anzeige gehabt, da stand, wie schwer das sei. Und da waren zwei Totenköpfe. Vielleicht ist das ja ungefähr B-Rang, guter B-Rang. Guter D-Rang, meine ich. Oh nein, das tötet uns. Haben wir nicht gedacht. Jetzt hat der komische silberhaarige Penner uns verarscht. Awaken now, kings of this new world. Oh nein. May you herald the dawn of great change. Azabel? Ist das wie Isabel, nur dann mit A? Ja. Okay. Ich will das nicht überspringen. Oh. Well, Orifiella, it would seem even a Zenithian may be motivated to acts of such recklessness. She has stolen one of the secrets of creation. Should she use it, grave times lie ahead for all of us. Deliver now this message to all Zenithians. Find Azabel, before she is consumed by her own ambition. The secrets of creation? This is way, way bigger than I could have imagined. Let's find the next memory, quick! My curiosity has been piqued beyond its peak. Oh. Das heißt, wir kriegen jetzt Fragmente der Vergangenheit, während wir arglose Hunde verkloppen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Erinnerung nochmal ansehen? Nein. Wehe, da ist hinterher ein Test, weil den würde ich nicht schaffen. Und jetzt hier runter. Eat! Und dann alle so, nein, Maddie! Und dann Maddie so weg. Alle so, what?
Ich so, yes. Skibidi-wap-pap-pau. Skibidi-wap-pap-pap-pau. Das ist der Lauf der Dinge, Leute. Das ist der Lauf der Dinge. Irgendwann habe ich auch keine Probleme mehr mit diesem Leben. Moin. Das ist jetzt der zweite Köter. Der wird wahrscheinlich ein bisschen besser werden. Oder? Der ist stärker. Guck dir den nur an. Wuff, wuff, wuff. Alright. Let's see what's next on the memory menu. Brace yourselves. It's coming right at us. Ja, einfach R drücken. Gegner ist weg. Na. Abracadabrador. 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 Das ist ja großartig. Schwertanz. Zack, 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 zack. Oh, wie? Nur dreimal. Ja. Guck mal, wir werden sogar hochgeheilt währenddessen. Ey, das ist ja... Sauf. Oh, er darf zweimal angreifen. Das ist natürlich geil. Das ist auch was, was mir fehlt. Stell mal vor, wir könnten zweimal angreifen. Das wäre mega. Zweimal so einen Superwind hier reinkloppen. Hätten die Gegner ja gar keine Chance mehr. 800 Erfahrungspunkte. Und die nächste Erinnerung. Das nächste Fragment. Glaube ich. Es sei denn, die lassen mich dann nicht sehen. So, mach mal. The time is nigh, my children. Awaken now. We have a world to make anew. Fly forth, O flames of mercy. Oh nein, das ist keine Flame of Mercy, das ist Laser. A world where subjugation reigns deserves no tomorrow. From Bobby, where are you? Bobby! You must suffer before you can know joy. From your agony will spring forth a world infinitely more beautiful. Should this continue, life will cease to exist and all will be lost. Go forth, Zenithians! We must stop her at whatever cost. Moin. It would seem that Azabel is a Zenithian. Who put the entire world in dire peril? This is totally nuts. I'm not sure I like where this is going. But we must find out. We have to release that final memory. Machen wir. Mein neuer Tipp übrigens für euch, nur noch Zwiebeln essen, nichts anderes mehr. Zwiebeln sind lecker, der Rest kann gerne uns allen gestohlen bleiben. Uns allen. So, und jetzt hier rauf. Jetzt hier über den Schrank. Jetzt hier lang, haben wir das Geländer. Da müsste eigentlich ein Geländer sein, sonst ist das von der Arbeitssicherheit hier absoluter Schwachsinn. Moin. Neue Runde. Next memory is the third and final one. Stay focused. Dass Professor M sich hier einfach immer wieder das Wort ergreift, ey. Das ist voll unsympathisch. Feinlöwe? Nein, der Abracadabrador war deutlich besser. Böms. 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 Nochmal Böms. Geld Böms. Los. Yep, yep, yep. Ha, ha, ha. Schön. 1000 Erfahrungspunkte. Für so einen Loser hier. Das ist doch erschwinglich.
Ah. Da unten rechts der Schleim, der grinst mich hier so an. Half the world ravaged by flame. And it took mere days. May the vile spawn of corruption lie interred forevermore beneath the ground. Their souls from their bodies separated, never again to coalesce. Azabel, architect of this grave sin, I have banished to an ancient elven realm. Should her foul creations ever awaken, they will doubtless make for her side, as any child would. May this event be recorded in Cenithian scripture that it may live in our memories, never to be repeated. Ich weiß jetzt nicht, wer böse ist. Ich weiß es echt nicht. I don't get it. Did all that stuff really happen? Are you all right? May living nightmares not deter thee on thy path to hope. Press on with purpose, whatsoever that may be. Well, you released all the memories. Did you learn anything interesting? Bisschen? As for me, I'm now free of the Zenith Dragon's control. Feels rather pleasant. Now, I have a little task of my own that I really should be attending to. Watch out! Ich wollte schon sagen, warum kann er das nicht einfach? Ist er zu faul, die Hunde hier umzukloppen? Dear me, you really must learn to finish off your foes. I think this means you owe me one. I expect you to be the hero in my hour of need. I suppose this is farewell. For now, at least. Drink not deep of empty power, lest thou succumbst to it. And in that blinkered state, see not the knife's approach. This is kind of a lot to take in. How about we head back to Rosehill for now? Okay. Das finde ich gut. Jetzt sind wir informiert. Ja. Am liebsten hätte ich hier eigentlich so ein Geländer, wo ich dann wirklich mit dem Arsch runtersliden könnte. Das wäre geil. Das wäre wirklich gut. So. Jetzt ist hier wieder so eine, was auch immer. Aber die laufen alle wieder von mir weg. Eigentlich hätte ich am liebsten diesen komischen Mantel noch. Weil den haben wir ja nicht gekriegt. Oh, der Steffen ist unterwegs bei Mario Kart 8. Das ist auch frech, dass ich da nie dabei bin. Eigentlich müsste ich mich da mal richtig hart reinzecken. Das wäre mal wichtig. Dann mache ich nochmal richtig geil. Ne? Da wäre ich nochmal richtig gut dabei. Dann koche ich für die. Ich habe jetzt mir einen sehr erwachsenen Gegenstand gekauft. Einen, Reiskocher von hier Reishunger. Ja, nur so einen billigen. Aber ich glaube, das ist ganz geil. Ne. Ich glaube, ich habe das automatisch nicht ausgemacht. Jetzt sind die alle tot. Da waren sie alle weg. So. Level 14 für den Zombie. Wir müssen auch mal dann wieder in unsere Box reingucken. Ich glaube, da kriegen wir auch ein bisschen Level mit. Naja. Ein alarmierendes Amulett. Wisst ihr, was alarmierend ist?
dass so viele Nazis momentan hier rumlaufen. Und auch so offen. Sagen dann, oh ja, ich bin Nazi, das ist eigentlich ganz cool heutzutage. Nein! Ist halt nicht cool. Es war noch nicht cool und es wird auch niemals cool sein. Crazy Annie. Crazy Annie. So. Jetzt sind hier wieder diese Beumhangten. Diese Behangenen. Dann können wir die mal anwerben hier. Komm. Ja. Phantomwächter. Wächter meine ich. Ach komm, 83%, das wird wohl gehen. Was? Nee, dann werden die verkloppt jetzt. Dann werden die verkloppt. Mmh. Mmh. Rabies Level 24. Rabies irgendwie auch so ein bisschen hier der Froschkönig von uns. Den müsste man eigentlich mal jemand richtig heftig gegen die Wand werfen, damit er was bringt. Weil sonst war das eigentlich ganz geil mit diesem super Heilslime. Aber hier eher, nee. Eher nicht so. So, ich hau jetzt die hier um. Oder hier eine davon. Guck mal, wie die weglaufen, die Lullis. Die haben alle keine Chance gegen uns. Das sind hier halt nur zwei. Und dann probieren wir das nochmal mit diesem Umhang. Fiese Figurine. Rabies, glaube ich, nur noch drei Erfahrungspunkte fürs nächste Level. Also, das ist sehr nah dran. So, geht's jetzt hier runter? Ist hier wieder so ein Umhang? Ja, sogar ein riesiger Umhang. Den nehmen wir mit. Moin! Springe ich einfach mit dem Dropkick erstmal in den Rücken. Und dann Instant Beschleunigung. Und dann kriegt er jetzt hier ab. Bang, 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 bang. 86%, komm. Wollte schon sagen, ey, das wäre ja. You're one of us now. Das wäre ja was. So, Start. Jetzt gehen wir mal hier raus. Jetzt haben wir alles gesehen. Gut. Ich glaube, wir müssen dann nochmal nach Rosenheim, weil wir die Rosenheim-Cops sind. Und dann gucken wir uns da mal ein bisschen um. Ja, wir haben jetzt so ein paar Sidequests hier. Irgendwas, was man so machen könnte. Solange der eine komische Fritze da die ganze Zeit an unserem Handy unterwegs ist. Oder an dieser komischen Lösung. Weil wir wollen ja der Magier der Zeit werden. Ich habe nicht so richtig Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Ihr merkt es. Ja, aber das ist auch okay. So, hier lassen sie mich nicht. Hm. Ich darf nicht mehr nach Taressia zurück. Vielleicht haben sie das alles kaputt geschossen jetzt mittlerweile schon. Naja, da können wir theoretisch amalgamieren. Wollen wir nicht. Sondern wir gehen hier oben lang. Und dann schauen wir mal, was hier so ist. Ja, das müssen wir machen. Yes. Wenn ich das hier untersuche, nach Rosenbühl zurückkehren. Ja, bitte. Ah, okay. Wenn wir das so rum machen, dann ist besser. Und jetzt, Cutscene, s'il vous plaît. Du hast Rosenbühl erreicht. Dann gehen wir mal hier raus. Und gucken uns da ein bisschen um. Eigentlich müsste man da auch schon wieder so ein paar von diesen Lobob-Monstern da umklatschen und mitnehmen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen frech. Oh, jetzt ist alles verbrannt wahrscheinlich. Komm. 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 Ja. Daddy. Moin. That's kind of sweet. There's nothing quite like a father's love for his son. Toylan, you haven't told us about your family. Hat auch nicht. Hat keine Familie. Well, I had a younger brother, but he was pretty frail from the get-go. We were orphans, you see. Never had much food. He got sick and died when we were kids.
Say, do you remember when I said we weren't all that different? Yeah, it's all in one set. I know how hard it is to lose a loved one, too. Without my brother around, my life felt meaningless. Like if I died in a ditch, who'd care? But that's all changed now. Now that I'm not alone anymore. Wer hat das denn angesprochen? War das Ulrich Wickert oder was? Moin! Der sieht doch ein bisschen aus wie Uli Wickert. A kid dragon? What's this guy doing? Ula, ula. What was that? Oh, your name's Sparky, you say? Holy moly, Rose! You can understand dragons? That's incredible! Go with you. But what could the Zenith Dragon have to tell us that's so important? Wait, wait, wait. Did you just say the Zenith Dragon? But isn't he, like, a god? Yes. And that's why we mustn't keep him waiting. Gruur, Ruhr, Ruhr, Ula, Ula. So, this teleportal will take us all the way to Zenithia. Ja, sehr schön. Matti, Rosi, Emsig und Fünkchen begeben sich nach Zenithia. Emsig. Fünkchen. Alle süß. Außer Emsig, das ist ein Arschloch. Aber der Rest. Der Rest ist in Ordnung. Der Rest ist wirklich in Ordnung. So we're really here. Ja, hier ist der Himmel. Für alle, die den schon mal sehen wollten. Moin. Hallo. Ist der hier wie die britische Garde oder was? Der Zenithdrache, unser Herr und Meister, hält in dem Saal über uns Hof. Begehrt ihr eine Audienz bei ihm? Ja. Das dürft ihr passieren. Was ist, wenn ich Nein gesagt hätte? Dann nicht. Bedeutungsschwanger umdrehen. Wie ich hörte, wird ein großes Übel, das über Äonen geschlummert hat, sich bald wieder erheben. Ja, ich... Ah ne, der eine Typ, den wir da befreit haben. Wünscht ihr etwas aus den Büchern zu erfahren? Ja. Nun gut, ich lese euch etwas aus eine Geschichte des Krieges vor. Im Zeitalter der Schöpfung, vor unvorstellbar langer Zeit, beging eine Zenithianerin, die die größte Blasphemie und stahl, was den Göttern gehörte. Sie setzte diese gewaltige Macht ein, um drei verderbte und gottlose Wesen hervorzubringen. Ihre Brut besaß eine derart große Macht, dass sie selbst den Göttern Furcht einflößte. Schon bald hatte sie alles Leben auf der Welt ausgelöscht. Es folgte eine blutige und langwierige Schlacht gegen Zenithia. Wieso, wenn alles Leben weg ist? Doch der Zenithdrache und seine Anhänger konnten dem Chaos schließlich ein Ende bereiten. So steht es geschrieben. Alles Leben ausgelöscht und dann gibt's noch einen Krieg, verstehe ich. Hallo! Manche der Bücher auf den Regalen sind euch nicht erlaubt. Doch ihr könnt euch einen der beiden dort bitten, euch vorzulesen. Dies ist das imposante Schloss von Zenithia, Residenz des ewig wahren Drachengottes. Wünscht ihr etwas aus den Büchern zu erfahren? Ja, wie ihr wünscht. Erlaubt mir etwas aus Das Geheimnis der Evolution vorzulesen. Das Geheimnis der Evolution ist ein okkulter Mechanismus, durch den der normale Verlauf der Evolution beeinträchtigt wird. Durch Anwendung dieses Mechanismus können Kreaturen entstehen, die nie für unsere Welt vorhergesehen waren. Das Geheimnis der Evolution ist das Übel allen Übels. Das Geheimnis der Evolution darf nicht an zukünftige Generationen weitergegeben werden. Wenn es an mir läge, würde ich es tief unter der Erde vergraben, wo keine Seele es je erreichen kann. Ich hoffe doch, dass dies eure Neugier stillt. Nein, gib her! Untersuchen! Ja, Maddie kann die Schrift nicht lesen. Ach, schade. Was macht denn die eigentlich, wenn ich hier die Sachen kaputt mache? Da ist da bestimmt irgendwo eine Medaille drin. Ich spüre einen Konflikt in dir, einen Konflikt zwischen Mensch und Monster. An deinem Blick erkenne ich, dass du in deinem Leben bereits große Schwierigkeiten überwunden hast. Deine Mutter ist bestimmt sehr stolz auf dich. Ja. Ja. Ja, und nochmal, komm.
Eine Flasche Isolade. Geil. Und beim nächsten Mal gehen wir zum Opa der Drachen.